Grüße! Mein Name ist MCP Cosmo. Willkommen zu PNG. Ich will es nicht weiterspielen. Alien Isolation. Ripley, Du ich bist war einmal Coolman! Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene Ach, ich gibt es wollte ja nicht keine so rumblödeln. Medizin. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssen den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Moles Büro. Hey, aber Notfallüberbrückung. Okay, das funktioniert. Hier ist aber noch ein Schacht. Ich gucke jetzt einfach, wohin der führt. Orientierung ist ja das A und B. Was haben wir denn hier? Eine Ausweiskarte. Hey, ne, gucke doch. Aha. Eieieiei. Mist, schon die 10. Kiste in Folge, die leer ist. Ah, Zigarettenpapier. Hier stand gerade irgendwo was. Ach so, okay. LT halten, linker Stick nach unten. Gut, somit haben wir einen Rundgang begehbar gemacht, falls wir dann irgendwann hier Probleme kriegen. Hier ist der Arzt. Kann ich nochmal jetzt hier? Ja. Hab zwar gerade erst gespeichert, aber ich habe ja einen Hebel benutzt und eine Tür aufgemacht und habe mir das Gerede angehört. Das sieht aus wie eine Waffe. Oder irgendwas sieht aus wie von Star Wars. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Na, gehen wir doch mal Einer nicht auf wird den sich ja Trichter. wundern. 2 Meter hier drin. Na los! Geh doch selber. Ich fühle mich nicht in der Lage. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo Tragische wir Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. hin. Wenn ich hier renne, dann bin ich instabil. Wirklich nicht, wenn man mich ignoriert, Molly. Verstanden? Als ich heute die Speicherpunkt merke ich mir. Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde Nein, mir nein, das ist der falsche Weg. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Sie stehen auf einem Hügel. Ende. Ihre Heimat. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie. Eine Verschwendung meines Talents. Sie wissen, Sie können zurückkehren, wenn Sie dies wollen. Wie fühlen Sie sich? Ich will das nochmal hören hier, diese Meditationsstimme. Aber der Typ muss mir ja ständig ins Ohr krächzen. Okay, wenn er seinen Dialog hier fortführt, dann geht das hier weiter. Darum gehe ich jetzt erstmal nicht dorthin. Tragische Fälle weg. So weit weg vom Kosmos der Erde. Von hier bin ich Kommt dann ein raus. Aufgang, Sonnenuntergang. Ich muss mich Da erstmal fängt ein orientieren, Krieg an zu umgucken, wandern. überall. Tragische Fälle, aber Mole hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen Hier ist sollen. unser Ausgang. So. Ne, das hier ist der Ausgang mit dem Star Wars Ding. Gut. Was war dann? War nicht rennen. Verdammt.
Was gibt es dann hier? Zigarettenpapier. Zum Verstecken. Verstecken. Und ein Link. Gut. Was haben wir? Kamera aus. Beleuchtung an. Türgriff. Schachtzugang. Licht aus. Schachtzugang an. Geht immer noch nicht. Türgriff, Luftreinigung. Beleuchtung, Sprinkleranlage. Luftreinigung aus. Schacht. So, die Tür ist offen. Ja, alle Gänge sind offen, aber es ist dunkel und die Luft ist rotze. Aber das stört ja uns nicht. Wir werden ja hier nicht irgendwie sterben oder sowas. Wenn die Luftreinigung aus ist. Ich guck mich hier erstmal um. Hier ist zu. Gut. Weil ich mach sowas lieber jetzt, als dass wir dann hier Terror haben. Ich könnte mir nämlich irgendwie so gut vorstellen, dass wir Morleys Büro ganz, ganz in Ruhe finden. Orientierung. So, jetzt sind die Schächte nämlich hier offen. Okay, Orientierung, Orientierung. Welcome Area. Ich habe keine Orientierung, verdammt. Okay, das war das Ding, das war das Ding. Und hier drin ist ein Speicherpunkt, den ich jetzt benutze. Und jetzt gehe ich hier weiter. Die Treppe runter brauche ich nämlich noch nicht. Diesen Korridor entlang. Okay, nein, danke. Hier ist die Meditationszelle. Okay, das ist also ein U. Ich muss mir ja. Am besten, ich nehme mir ein Papier und einen Zettel oder das Bettlaken und male mir eine eigene Karte. Man kann sich doch eine Karte malen. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt keine. Ja, ist ja gut. Ich versuche es. Ich rege mich nicht mehr auf über Schwierigkeitsgrad und über fehlende Karten. Ab nächster Folge. Das ist lange her. Mit dem linken Stick suchen. Mit dem rechten. Okay. Stuhlprobe akzeptiert. Nein, Code akzeptiert. Das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Hallo? Alter, jetzt war ich erschrocken. ja, hat einer Diät gemacht. Okay. Ich war speichern und bin direkt hierher gegangen. Denn jetzt geht's ab. Und ab geht's. Medikamentenmangel. Halt. Fehler. Ungültiger Pfad. Freigeben. Nein. Audio. Fehler. Zubehör. Nix. Freigeben. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine Bank. 1702. Zugangscode. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. So ein Zufall. Keine Sorgen. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Warum kratzt denn seine Stimme so? Finden Sie Morleys Schlüsselkarte. Hat die sich jetzt wenigstens irgendwo mal gemerkt, dass dieser Code 1702 ist? Ich kann ja nicht alles machen. Archivlogs. Nostromo-Logs. Das sind doch nur die Audiodateien. Ja. Nicht alles. Wie sind die hier angeordnet?
Nach welchem Alphabet? Ach, das ist ein Quatsch. Also, jetzt geht's los. Wir haben jetzt hier ein Vieh an der Backe. 1702. Klingt wie Aquagen. Also, Rotze. Nein! Alter, Finne. Geh hier runter, geh runter. Scheiße. Warum jetzt schon? Ich hab das viel später in Erinnerung. Ah, nein! Okay, meine erste Begegnung mit einem freilaufenden Alien auf Albtraum. Ich weiß ja nicht, ob mich das jetzt hört, wenn ich nicht mich ducke beim Laufen. Alter, da draußen. Oh, scheiße. Ich hätte jetzt bald den Analogstick rausgerissen, weil die sich nicht so schnell gedreht hat. Ich wollte gucken, von wo es kommt. Aber wenn ich den noch schneller einstelle, noch empfindlicher mache, dann wird es dann allgemein nichts mit der Koordination. Alter, jetzt ist mir das Herz sonst so gerutscht, ey. Ich habe genau gewusst, es rennt. Ich habe genau gewusst, es sieht mich. Ich wollte nur in irgendeine andere Richtung. Alter, Fenne. Mann, wohin muss ich hier? Hier ist die Gebetszelle. Okay, nach rechts. Ich wollte nämlich... Halt's Maul. Ich wollte nämlich speichern, damit wir uns nicht diesen Dreck immer wieder reinziehen müssen hier. Ich muss nur lachen. Oh, herrlich. Dieses Drecksvieh. Warum dreht die sich so langsam hier? Das ist doch scheiße. Aber wenn ich... Ich könnte das ja eigentlich doch mal ein bisschen schneller stellen. Ich muss immer noch lachen. Man hört es und man weiß es genau. Ja, gleich hat es einen. Oder wann und wo und auf einmal. Bah! Haben Sie den Zugangscode gefunden? Nein, ich kann nicht lesen. 1702. Was ist, wenn ich jetzt einfach renne und diese Alien-Begegnung einfach ignoriere? Hier ist es, Alien. Fick dich. Oh. Ah, okay. Das ist eine scheiß Idee. Ey, cool, aber im Hintergrund wurden die Sounds noch abgespielt, als ob das Ding aus dem Schacht kriecht. Bug entdeckt, yeah. So, jetzt habe ich mich genug beruhigt über den Schock. Das Ding haben wir schon abgespielt, ja. Die blinken immer noch. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal an dem Vieh vorbeizurennen, wenn die Aussteigeanimation kommt und direkt zum Speicherpunkt. Oh, hier kommt es dann raus. Dann muss ich hier gucken, dass ich hier irgendwie vorbeikomme. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Und dann erstmal speichern. Und dann in den nächsten Schrank und die Hose wechseln. Hat man schon immer so viel Zeit gehabt hier? Das waren jetzt 20 Sekunden. Das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ich will keinen Zugangscode, ich will einen Abgangscode. 3, 2, 1. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Das finde ich ein bisschen schade, dass es immer der gleiche ist. Da hätte man eine Random Key nehmen können. Keine Sorge, ich versuche es mal herauszufinden, was das ist. Ha, nicht mit mir. So. Okay, das Vieh ist unterwegs. Und ich gehe jetzt hier rein. Ich bin nämlich falsch gelaufen. Ich habe diesen scheiß Speicherpunkt nicht gefunden. Diese scheiß Musik noch dazu, ey. Ich meine, ich habe früher Musik immer ausgemacht, weil ich mir denke, yo, ich renne hier im Komplex rum im Weltall. Wo kommt die Musik her?
Da ist es. Ich lasse jetzt den Mosen-Tracker aus, weil ich glaube, der hört das. Da vorne. Genau dort. I see you sneaking around. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wo. Alter, Finn hat überhaupt keine Chance. Uah. Shit. Ich weiß nicht mal, wie das ging mit den Luftanhalten. Jetzt gehe ich aus dem Spind raus. Das ist ein perfekter Zeitpunkt. Glitsch mit deinem Kopf hier nicht in meinen Spind rein. Okay. Es kam nicht die Animation mit den Luftanhalten. Ich gehe jetzt einfach raus. Da ist es. Ich gehe mal hinterher. Dort ist er. Und ich glaube, da ist unser Speicherpunkt. Okay, der ist hier rein. Ich gehe hinterher. Erstmal hier einen Schacht verstecken. Bleib doch mal auf. Okay, das ist genau hier vorne. Müsste meine Chance sein, um speichern zu gehen. Oder auch nicht. Das ist die erste Begegnung. Ich denke, Albtraum ist wirklich Albtraum. Keine Chance. Ich bin nicht gerannt. Ich bin gar nichts. Aber vielleicht muss man halt doch ducken. Weil dann geht die ja noch einen Ticken langsamer. Das hat mich nämlich immer gewundert auf schwer. Ich konnte immer so laufen und da hat mich nicht gehört. Vielleicht muss ich wirklich die ganze Zeit geduckt. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Ja, du feiger Sack in deiner Glasbude. Wahnsinn. Wenn ich überlege, was da noch so kommt, dann gibt es dann 20 Folgen, um 2 Meter voranzukommen. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Irgendwo. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal direkt zum Speicherpunkt. Finden Sie. Keine Sorge. Vergeben nur an, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden. Bin schon wieder falsch gelaufen. Hier drin ist er, der Speicherpunkt. Ja, genau. Ach gut, ich dachte, der kommt jetzt hier rein. Halleluja! Ich brauche einen Spind. Ich nehme jetzt den Schacht.
Und da wir es hier so schön dunkel haben und gemütlich und endlich geschafft haben zu speichern. Mein Text, das war Playing Games, euer MCP Cosmo. Ciao.